Hatta komme aus München, soll hier von meinen Erlebnissen aus Pakistan berichten. Wir sind am 9. August 2012 angekommen und werden jetzt heute Nacht am 2. September 2012 wieder abfahren. Unsere Reiseroute war angekommen in Islamabad, dann auf dem Landweg über den Babusar Pass nach Ferry Meadows, zur Raikot-Seite vom Nanga Parbat, was sehr beeindruckend, sehr schön war. Man steht auf 4000 Meter, schaut dann nochmal gute 4000 Meter unmittelbar vor sich eine Nordseite hoch, kann ich eben nur empfehlen. Sind dann weiter auf dem Landweg nach Skardu, wo wir unser Tracking Permit bekommen haben. Dann mit den Trägern und den Führern weiter nach Askole und auf dem klassischen Gondokoro K2 Track gegangen. Landschaftlich, wenn man plus wo wie wir Glück mit dem Wetter hat, gibt es fantastische Einblicke auf die Trango-Türme, auf Mutzak Tower, Broad Peak, K2. Also von der Landschaft her das wildeste, tollste eigentlich, was ich so ziemlich je gesehen habe. Wir sind dann über den Gondokoro-La, was eine anstrengende Passquerung ist, rüber ins Husche-Tal und dann rausgetrackt nach Husche und von dort wieder zurück nach Skardu gefahren. Wir haben das Ganze organisiert mit Vertical Explorer. Wir waren im Großen und Ganzen mit der Abwicklung, mit der Organisation recht zufrieden. Preis-Leistungs-Verhältnis hat gut gestimmt. Träger waren super. Wir hatten großes Glück auch mit dem Koch, der war ganz fantastisch, hat sich wirklich wahnsinnig ins Zeug gelegt. Auch der Guide war völlig in Ordnung, also wir waren im Großen und Ganzen recht zufrieden. Sind dann von Skardu wieder auf dem KKH, also sprich auf dem Landweg zurück nach Islamabad gefahren. Haben uns eigentlich nie unsicher gefühlt. Das ist das zweite Mal, dass ich in Pakistan bin. Aus meiner Sicht kann Pakistan als Reiseziel nur empfehlen. Wer also Berge mag, sollte unbedingt mal hierher kommen und sich das anschauen.